Ja, Leute, da bin ich wieder zurück bei einer neuen Folge Assassin's Creed Unity. Und wer bin ich? Welche Montur trage ich hier? Na, wer bin ich? Richtig, Edward aus Assassin's Creed Black Flag. Und wie bekommt man diese Montur? Ganz einfach, Start drücken und dann hier nach unten scrollen und hier hin. Hier müsst ihr euch anmelden. Das geht eigentlich ziemlich schnell. Man muss sich nicht mal richtig anmelden. Man muss zwei, drei Dinge anklicken. Und schon ist man in diesem Belohnungsprogramm. Natürlich alles kostenlos. Ihr müsst kein Geld ausgeben oder sowas in die Richtung. Und sobald ihr dabei seid, macht es am besten so schnell wie möglich. Denn das Ganze ist ein Belohnungssystem. Und nur wenn ihr irgendwelche Aufgaben erfüllt, bekommt ihr eben dann eine Belohnung in Form von einer neuen Montur. Und immer wenn ihr irgendeine Belohnung durch eine Aufgabe erhalten habt, dann müsst ihr einfach hier hin zu diesen gelben Truhen. Es steht dabei, welche Truhe das ist, also welcher Bezirk das ist. Dann könnt ihr die hier öffnen und schon habt ihr hier diese Montur von Edward. Also eine sehr coole Sache, unbedingt anmelden, wer es noch nicht wusste. Und am besten so früh wie möglich, denn viele Sachen, wie zum Beispiel hier diese Bürger retten, oder Diebe fangen. Das sind alles Sachen, die in die Belohnung einfließen. Umso früher, umso besser und umso schneller kommt ja neue, coole Monturen ran. Auch die Shay-Montur könnt ihr durch dieses System freispielen. Und ich finde, wir sehen wirklich verdammt cool aus. Allgemein, diese ganzen Monturen will ich unbedingt haben. Ich will sie alle haben. Ich werde mich ransetzen und mir Mühe geben, dass wir sie alle sehen. Ah, hier wieder jemand. Bam! Ah, einfach nur cool, oder? Jetzt bin ich ja volle Kanne im Edward-Modus. Ja, wir wollten ja zu der nächsten Story-Mission. Das machen wir natürlich auch. Oder eine Nebenmission. Eine Eddie-Nebenmission. Eddie Spaghetti. Die wahren Patrioten. Ich bin Eddie. Oh, ins Knie. Also deine Karriere als Abenteurer, die ist definitiv vorbei. Das kannst du dir abschminken. Ja, ein bisschen Geld. So, eben gerade auf 500 bekommen durch mein Café. Nebenbei. Insgesamt gibt es 5 Missionen. Wir haben jetzt 2 davon. 2000 kann ich mittlerweile in meinem Café bunkern. Ich denke mal, Maximum wird vielleicht 10.000 sein. Haben wir hier eine Nebenmission? Ich will noch eine Nebenmission machen. Eine kleine Nebenmission als Edward. Okay, Moment. Nebenmission. Hier drüben. Machen wir die hier? Was auch immer es ist, wir werden es erledigen. Für Geld. Alles für Geld. Oh, oh, wow, 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 wow. Den hier muss ich mal schnell töten. Komm schon, runter mit dir. Und... Ah, der Falsche. Der Falsche. Ich metze mich hier durch die Reihen. Moment, er ist noch am Leben. Noch kann ich es regeln. Noch kann ich es regeln. Alles klar, alles klar, er ist tot. Noch 7 Stück. Das kriege ich hin. Ich bin gespannt, was meine Belohnung ist. Beine weggezogen und getötet. Wie immer, keine Zeugen. Ja, ein bisschen Geld. Ich habe immer so wenig Munition. Ich weiß gar nicht warum. Hier geht immer die Munition aus. Dabei verwende ich eigentlich sehr, sehr selten meine Waffe. Beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich. Hier ist gar nichts passiert. Überhaupt gar nichts. Okay, wir müssen nach oben. Eine teure Gegend. Hier leben die Reichen und Intelligenten. Privilegiertes Volk hier. Alles klar, was haben wir hier? Von der Journalie werde ich nur verspottet. Sie nennen die Maschine ein Karussell. Stellt euch vor, ich entwickle eine humane Art der Hinrichtung und die Zeitungen drucken ausschließlich negative Berichte. Könntet ihr diesen Artikel drucken, der die Vorzüge der Guillotine herausstellt?
Und dann die auf der Straße erhältlichen Zeitschriften durch die neuen ersetzen? Mein lieber Doktor. Aber natürlich. Stimmt ihr nicht überein, dass es Zweck einer Hinrichtung ist, dem Volk die unbarmherzige Vergeltung des Staates vor Augen zu führen? Der Zweck einer Hinrichtung besteht darin, das Leben eines Verbrechers zu beenden. Meine Maschine erreicht dies auf die bestmögliche Art. Ich widerspreche, Bürger. Wir wollen ihn vorgeführt und geviertelt sehen. Wir wollen sehen, wie sein Kopf vom Halse fliegt. Nicht wie er in den Korb plumpst. Wir alle kennen fehlgeschlagene Hinrichtungen. Unwürdige Schauspiele. Nein, es muss etwas Besseres geben. Und dank der Wissenschaft gibt es das auch. Mit dieser von Tobias Schmidt gebauten Maschine kann ich euch in einem Augenblick enthaupten. Und ihr spürt nichts davon. Tobias Schmidt, die kennen die Geschichte. Da geben sie sich immer wirklich ganz, ganz viel Mühe. Immer hier schön alles historisch korrekt. Ja, in den Korb natürlich. Direkt entsorgen. Moment! Dieb! Einen Dieb! Jo, ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Okay, die Mission scheint wirklich mal interessant zu sein. Zumindest der Dialog. Der war ganz nett. Okay, einmal hier durch. Wo bin ich hier? Irgendein Büro. Wo gehst du hin? Wo ich hingehe? Mit meiner Klinge in deinen Bauch. Alle Verräter werden dich. Ah, komm jetzt, nerv doch hier nicht rum. Hast du eh keine Chance hier gegen mich. Wunderschöner Gnadenstoß. Okay. Also heute ist richtig viel los. Kein Problem, noch fünf. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Hä? Ja, damit. Oh, jetzt hast du kalte Füße gekriegt. Yep, hab ich. Hab ich. Wie kann ich das hier nehmen? Ah, hier drüben, jetzt geht's. So, oh Gott, so viele Punkte. Das könnte ganz schön Arbeit werden. Hier oben muss eine Truhe sein. Können wir nicht nehmen, leider. Stufe 3. Die neue Ausgabe muss umgehend gedruckt werden. Noch den hier töten und dann legen wir los. Lautlos, das war ein lautloser Kill. Ja, ja, als Eddie hier ein bisschen durch Paris rennen, hat schon irgendwie Stil. Einmal hier durch, einmal hier rum. Wie viele Punkte haben wir denn hier? Aber hier steht ja nur 0, 1. Wow, 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 wow. Heilung und Smoke. Und dann lege ich dich auf. Warum so wütend? Warum so wütend? Kein schlechtes Level, mein Freund. Aber nicht genug. Nicht genug. Eddie, kannst du nicht besiegen. Und jetzt gib mir deine Truhe. Ah, natürlich. Yes. Yes, ganz knapp wieder. ...2000, nicht übel. Also Truhen lohnen sich auch. Immer schön hier alle mitnehmen. So, die erste Zeitung hier drüben. Hier steht 01. Die neue Maschine soll dem Publikum die Hinrichtungen verleiden. Alles klar, irgendjemanden hier soll ich töten? Ein Verbrecher? Das ist ein Sprung. Ach, hier sind noch mehr. Na, Moment, schnell die hier. So, vier fehlen noch. Oh nein, oh nein. Soll die Armee nur kommen? Keine Chance gegen mich.
Oh, Mist, Stufe 5. Hinter ihm zu kommen. Oh, wow, 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 der kann was, der kann was. Ey, ich hab doch eben gerade... Okay. Okay, das ist ein schwerer Angriff. Oh, ich hab die Rolle gemacht und er hat ihn abgestochen. Nicht übel. Nicht übel. Also der hier war wirklich ein zäher Hund. Der konnte was. Dr. Guillotins sämtliche Maschine soll Mörder sanft hinrichten. Sanft? Das geht ja nicht. Das geht doch nicht. Die müssen leiden. Die Schweine müssen leiden. Und jetzt 1 von 3. Auf einmal werden es mehr. Guillotins wundersame Maschine schneidet Köpfe schneller ab, als man blinzeln kann. Und du ihm was schreibst. Ah, komm. Hallo, Bruder. Okay, die nächste machen wir die hier. Dann bin ich nämlich mit der Seite hier durch. Wahrscheinlich müssen wir sie doch alle machen. Wird doch eine längere Mission. Ich dachte, das wird eine schnelle, kurze Sache hier. Aber nee, es zieht sich. Es zieht sich. Aber so können wir halt hier ein bisschen in die Montur erleben. In die coole Edward Kenway Montur. Ah, komm schon runter mit dir, Shay. Ah, jetzt sage ich schon Shay. So viele Namen, die ich im Kopf habe. Arno, natürlich. So viele Namen. So viele Teile mittlerweile gespielt. Aber die Montur von Shay, die will ich hier unbedingt haben. Deswegen Shay. Eine nationale Schande! Die neue Maschine soll dem Publikum die Hinrichtungen verleiden! Noch ein. Okay, als nächstes der hier 300 Meter. Oh, ein Dieb. Nee, komm, drauf geschossen. Wir machen jetzt hier die Nebenmission und dann will ich wissen, wie die Story weitergeht. Ich lasse mich hier immer viel zu sehr aufhalten. Ich bin so ein richtiger Trödler. Immer wenn ich die ganzen Videos hier bearbeite, schneide und rendere, spiele ich noch ein bisschen Assassin's Creed nebenbei und ich habe hier schon so viel Kram gemacht. Also die Stadt hier, die hat so viel zu bieten, darauf muss man sich eben so ein bisschen einlassen und dann ist es eigentlich ziemlich interessant. Also ich habe wirklich schon ein paar coole Momente erlebt. Aber für Aufnahmen, ich hätte schon Stunden hier. Ich glaube, da würden sich die Leute zu sehr langweilen. Die Jugend von heute, keine Geduld, kein Auge für sowas, immer nur Action, schnell, alles muss schnell gehen. Eine nationale Schande! Die neue Maschine soll dem Publikum die Hinrichtungen verleiden! 3 von 3 und wir haben es schon beendet. Dr. Guillotins wundersame Maschine! Okay, ich musste gar nicht alle machen. Ab, als man blinzeln kann. Das ist doch cool. Ja, es soll natürlich ganz langsam gehen, am besten mit einem stumpfen Messer. Auch nicht zuerst beim Hals, sondern von hinten. Ich habe gelesen, wenn man es von vorne macht, also direkt die Kehle, dann spürt man nichts. Das ist eigentlich ein relativ schmerzfreier Tod, weil da ist ja dann die Hauptschlagader direkt in der Nähe. Und durch diesen Schock wird dein Gehirn nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt und du bist da so benommen, dass du einfach umkippst. Du merkst da gar nichts. Aber wenn du es von hinten machst, ja, das sind ja gerade wird ja wieder sehr viel hingerichtet in einigen Ländern. Wenn du es von hinten machst, Moment, dann ist es halt wirklich extrem schmerzhaft, weil du da irgendwie an der Wirbelsäule Nerven durchtrennst und was weiß ich. Und du halt nicht verblutest. Also es muss erstmal wirklich nach vorne durchgeschnitten werden, durchgehackt werden. Denn die Wirbelsäule ist ja ein Knochen.
Und das soll extrem schmerzhaft sein. Und wenn man jemanden halt bestrafend hinrichten will, dass es wirklich schmerzhaft ist, dann macht man es von hinten. Und wenn man jemanden halt wirklich nur human, in Anführungszeichen, ihr wisst, was ich meine, töten will, Moment, ich bin vorbeigerannt, dann macht man es von vorne. So habe ich es zumindest gelesen. Dass es halt von hinten viel, viel schlimmer sein soll. Und das ergibt auch schon irgendwie Sinn. Durchaus. Und auch schwieriger. Also von hinten jemanden den Schädel runterzuschlagen, stelle ich mir schwieriger vor als von vorne. Zumindest zu einem gewissen Punkt. Irgendwann kommt es ja auch bei dem Knochen an. Was für Themen? Themen, die die Welt bewegen. Napoleon, alte Socke.